wärst du deine Sünden behalten müssen. Freunde, wir sind jetzt in Kaprun auf den Staumauern, auf der oberen Staumauer, und diese ist 107 Meter hoch und knapp 500 Meter lang. 665.000 Kubikmeter Beton wurden verbaut. Ja, ja, es ist schon beeindruckend, wenn man hier oben steht. Wahnsinn, ne? Ja. Und ja, wir haben uns das Denkmal auch angeguckt hier, und das ist errichtet worden für die ganzen, die Menschen, die hier bei dem Bau der Mauer zu Tode gekommen sind. Das waren wohl auch Kriegsgefangene, ne, und Zwangsarbeiter. Ja. Und die sind, 161 Menschen mussten hier bei diesem Bau der Mauer ihr Leben lassen. Ja, das ist schon ganz schön heftig. Und da wurde dieses Denkmal halt aufgebaut. Und dann, das besteht aus zwei Felsblöcken. In der Mitte ist ein kleiner Spalt, und wenn man dort durchgeht, dann sagt man, dann würden alle Sünden abgestreift. Michael ist locker durchgekommen, ich habe mich durchgequetscht. Voll mit Sünden, dauert ein bisschen. Aber wir sind jetzt befreit von allen Sünden oder Sünden. Sünden. Sünden, ja. Wir sind jetzt befreit von allen Sünden, beziehungsweise alle Sünden sind abgestreift. Ach, das fühlt sich gut an. Ja. Jetzt werden wir mit den Bussen wieder runterfahren. Normal führt ja hier eine Schrägbahn hoch, die ist momentan defekt und in Wartung. Und man muss also die ganze Tour mit Bussen fahren. Dauert gute halbe Stunde, sagen wir, gebraucht bald, ne? Weil die auch immer warten müssen an den Tunneln, dass kein Gegenverkehr kommt. Und ja, die Tunnel sind auch, da darf man keine Platzangst haben, wenn man da durchfährt, sehr eng. Und ja, dann werden wir uns jetzt wieder mal auf dem Rückweg begeben. Und wir freuen uns, dass wir das gesehen haben hier oben, weil ich war jetzt 20 Jahre nicht mehr hier und Michael 43 Jahre nicht mehr hier. Und dann ist es doch immer wieder schön, wenn man an so Orten steht und sich erinnert. Das muss man mal so sagen. Ja, dann haben wir jetzt noch einen Tag morgen in Kaprun, der schön werden soll. Und da wollen wir nochmal aufs Kitzsteinhorn hoch. Und dann entscheiden wir am Samstag, je nach Wetterlage, ob wir abreisen oder nicht. Auf jeden Fall geht es am Wochenende dann auch Richtung heimwärts, da meine Mutter wieder mal gestürzt ist. Und sie war auch kurzzeitig in der Notaufnahme, ist allerdings Gott sei Dank nichts passiert. Sieht nur schlimm aus. Und ich bin dann aber auch froh, wenn ich wieder zu Hause bin und ja, bei ihr bin. Deswegen werden wir dann auch am Wochenende, normal hatten wir geplant, am Montag loszufahren, aber wir werden wahrscheinlich am Samstag schon losfahren. Wir hatten einen wunderschönen Urlaub durch Kroatien und durch das schöne Slowenien und jetzt hier auch nochmal in Österreich. Gestern einen wundervollen Tag am Großglockner verbracht, ne? War ja sehr, sehr schön. Ich habe Murmeltiere gesehen und durfte die sogar filmen. Also das war überhaupt der Gipfel. Das war, ich habe mich so gefreut. Ich habe noch nie in meinem Leben Murmeltiere gesehen in freier Natur, und gestern habe ich das Glück gehabt und auch noch so nah. Oh, ich war so happy, das war toll. Und dann waren wir gestern Abend auf dem Campingplatz in Kaprun, das ist ja an einem Hotel angeschlossen, essen. Und dort hatte zufälligerweise der Musikverein von Kaprun seinen Stamm. Nee, das ist Musikverein. Ach so, was ist das dann? Die treffen sich nicht. Das ist ein Treffen wie ein Flashmob. Die treffen sich da und dann bringt jeder ein Instrument mit, und wer nichts hat, der singt.
Ah, okay. Also so war das. Und die haben sich da gestern getroffen mit dem Bürgermeister von Kaprun. Ja. Und das war ein so toller Abend gewesen. Also das war ja wie für mich gemacht gestern. Also wir haben da in geselliger Runde gesessen und mitgesungen. Und also es war ganz toll. Ich habe nicht mitgesungen. Ich habe mal mitgesungen. Puh, egal. Auch wenn ich nicht singen kann, ist wurscht. Es hat so einen Spaß gemacht. Es war schön. Es war eine unheimlich urige Gesellschaft, ne? Ja. War ganz toll der Abend gestern gewesen. Also das war so echt wunderschön. Ja, und jetzt wollen wir uns auf den Weg machen. Ja. Also, ihr Lieben, dann wahrscheinlich noch mal bis morgen am Kitzsteinhorn und dann bis zum Fazit dieses Urlaubes. Tschüss. Tschüssi.